mit der Fähre nach Schweden. Genau so, nicht anders, stelle ich mir Schweden vor. Boah, das sieht ja mal Hammer aus. Wunderschön. Na, Mensch. Klappt doch. Moin moin, ich grüße euch zu diesem Video. Im letzten Teil meiner Schweden-Tour waren wir ja in Stockholm und haben zuvor an einem richtig geilen Spot übernachtet. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Infokarte, gönnt euch. Ja, heute geht's weiter, aber ihr seht, im Hintergrund ist noch alles aufgebaut. Ich bin ja auch gerade erst aufgestanden und ja, ich will euch mal hier meinen Spot zeigen, wo ich die Nacht verbracht habe und später eventuell noch etwas Bekanntes besuchen, sage ich jetzt mal, und ein Lost Place. Und ja, was ich mit dem Bekannten meine, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Bevor ich mein Camp abbaue und weiterziehe, zeige ich euch mal, wo ich heute die Nacht verbracht habe. Und zwar auch wieder ein schöner Spot, aber den zweiten Spot, an den ich bis jetzt übernachtet habe, der wurde bis jetzt noch nicht getoppt. Aber ich bin ja noch eine Woche unterwegs. Ja. Hier schön so eine Art Wiese. Von dort kann man schön ins Wasser laufen. Hier ist ein wunderschöner kleiner Badestrand, von wo aus ich gestern mal ins Wasser gegangen bin. Mal eine kleine Runde baden gewesen. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennt, fährt gerade ein kleines Motorboot. Und ja, hier gibt es auch einen kleinen Weg auf so einen Steg, der ein bisschen wackelig ist, wie ihr vielleicht sehen könnt. Dann hier der Hinweis, dass man nicht vom Steg springen soll. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das nicht heißen soll. Ja. Hier sind jeweils zwei Bänke. Und in der Mitte sieht man noch eine schöne Leiter, von der aus man ins Wasser kann oder aus dem Wasser raus kann. Und ja, da hinten sind noch ein paar Boote mehr unterwegs. Ja, und allgemein herrscht hier auch reger Schiffsverkehr. Ich habe vorhin zum Beispiel tatsächlich noch ein größeres Frachtschiff gesehen, aber leider nicht rechtzeitig die Kamera zur Hand gehabt, aber okay, man kann nicht alles haben. Ja, aber trotzdem auch ein richtig schöner Spot. Ja, und vieles, was man da hinten sieht, sind tatsächlich irgendwelche Inseln, habe ich herausgefunden, wenn man auf Google Maps guckt. Ja. So, ich werde jetzt mein Zeug zusammenpacken und mich Richtung einem Lost Place machen. Und von diesem Lost Place aus werde ich mir dann noch etwas einen See angucken. Und dieser See, der ist für manch einen vielleicht gar nicht mal so unbekannt. Ja, dazu dann später, wenn ich dort bin, mehr.
alles wieder verstaut und eingepackt. Und jetzt heißt es, eine 2-stündige Autofahrt machen, bis ich dann beim heutigen Objekt der Begierde bin. Nach gut 2,5 Stunden Fahrt bin ich jetzt an der Stelle, wo der Lost Place sein sollte. Nur das Ding ist, da ist kein Lost Place mehr. Nur noch Bauzaun und ein paar Schutthaufen. Ich würde sagen, das war wohl nichts. Okay, also fahren wir direkt weiter zum See, von dem ich heute Morgen gesprochen habe. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen interessanter sein als die Baustelle. Außerdem wird das heute eine schöne kleine Wanderung. So, zu dem Ort, wo ich jetzt als erstes hin will, werde ich wohl ein Stück laufen müssen und das Auto lasse ich derweil hier stehen. Ich laufe hier gerade ein bisschen durch die Wälder und hier haben anscheinend schon welche gerastet. Vermutlich welche, die mit dem Kajak hier lang gefahren sind. Weil, ich sag's mal so, es ist nicht gerade einfach der Weg hier gerade. Aber gut, ich bin hier gerade noch mitten im Wald unterwegs. Ich glaube, meine Koordinaten, die ich hatte, die waren nicht ganz richtig, beziehungsweise ich war blind. Auf jeden Fall habe ich hier nach einer Location gesucht, aber ja, anscheinend existiert die hier nicht. Und jetzt wird trotzdem langsam spät. Ich mache mich jetzt auf den abenteuerlichen Weg Richtung Auto. Und wenn ich den überstanden habe, melde ich mich wieder. Genug Abenteuer für heute. Da hinten steht mein Auto. Ich bin wieder auf einer Straße. Zumindest ist das hier in Schweden eine normale Straße. Laut Geschwindigkeitstafeln dürfte man hier mit 70 lang fahren. So, wie schon gesagt, für heute genug Abenteuer. Ich suche mir jetzt die Plätzchen für die Nacht. Am besten wieder an irgendeinem See, wo man mal reinhüpfen kann, dann, wenn das Camp steht. Weil ich glaube, ein Bad würde mir gar nicht mal
würde mir ganz gut tun jetzt. Weil durch die abenteuerlichen Wege, die ich heute gemacht habe, es waren ja noch nicht mal Wege, aber durch diesen, nennen wir es mal, Kletterpfad, Wanderweg, bin ich trotzdem ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja, naja, wie schon gesagt, jetzt einen Platz für die Nacht suchen, dann noch eine Kleinigkeit zu essen und dann hoffentlich noch mal ins Wasser hüpfen, wenn dort eins in der Nähe ist. Ja, dann ist der Tag auch schon wieder rum. Mein Lager steht da hinten. Heute werde ich, denke ich mal, nicht mehr viel machen oder wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Ja, ich bin zwar wieder an einem See, habe auch eine Bademöglichkeit, aber ich werde es mir jetzt einfach nur noch gemütlich machen und dann, denke ich mal, bei Zeiten ins Bett gehen. Und morgen wird der Tag auf jeden Fall wieder spannender, möchte ich behaupten. Nachdem ja der heutige Tag nicht so viel zu bieten hatte, leider. Aber morgen bin ich mir ziemlich sicher, da gibt es wieder sehr viel mehr zu sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Heute die Nacht, die war ja ziemlich regnerisch. Aber ich habe trotzdem noch relativ gut geschlafen. Mein Camp ist schon weitestgehend wieder zusammengepackt. Nur noch den Stuhl und das Dachzelt verladen. Und ja, dann geht's weiter. Und mal schauen, wo es mich heute hin verschlägt. Auf jeden Fall wird es heute wieder ein spannender Tag, möchte ich behaupten. Also, ich mache mich auf die Reise und melde mich dann später wieder. Ich habe mein heutiges Ziel erreicht. Ihr seht es hier wieder im Hintergrund. Es ist ein weiterer Autofriedhof. Und dieser hier ist allerdings ein Müh größer als der, den ich davor besichtigt habe. Und hier stehen auch wesentlich mehr alte Fahrzeuge und auch wesentlich mehr zugewachsen, wie man schon sieht. Und wie beim letzten Autofriedhof gilt, falls ihr irgendeine Automarke erkennen solltet, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gesehen habt. Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Da steht noch ein alter Träger. Vor lauter Gestrüpp sieht man die Autos kaum noch. Hier sind schon die Autos, die Autokarossen, teilweise komplett mit Moos bewachsen. Boah, das sieht ja mal Hammer aus. Ja, hier fehlt schon das halbe Auto. Ja, hier teilweise übereinander gestapelt. Drei Stück. Und hier wächst schon der Moos. Geil. Auf dem Haufen hat die Autos schon teilweise umgeworfen. Liegen da wie so Dominosteine und rosten vor sich hin. Hier genauso. Wahnsinn. Boah. Das ist ja mal ordentlich zugewachsen. Genial. Unter den
ganzen Fahrzeugkarossen versteckt, habe ich jetzt noch eine Hütte gefunden. Aber ich glaube, da scheint nicht mehr viel drin zu sein. Ja, ein paar Metallstangen sind ja auf jeden Fall noch drin. Jede Menge. Oh, da hinten scheint so eine Art Ofen zu sein. Vielleicht so eine Art Schmiedeofen, ich weiß es nicht. So, vielleicht hat man hier die Stangen oder Autoteile wieder zurechtgeschmiedet. Das ist doch mal ein Ofen. Wahnsinn. Ja. Vielleicht haben sie hier wirklich ein bisschen geschmiedet. Keine Ahnung, was das hier alles für Stangen sein sollen, aber ich denke mal, das sind alles irgendwelche Autoantriebsstangen oder wie auch immer. Und da hinten steht auch noch ein Haus. Mal gucken, ob da noch Bewohner sind. Alles voll mit Autos. Die Natur findet immer einen Weg, irgendwo wieder zu wachsen und zu gedeihen. Wahnsinn, die Birke. Einfach durchs Auto durch und dann zum Fenster raus. Immer wieder faszinierend. Hier geht's mal in den Keller. Ich würde sagen, da werfen wir mal einen Blick rein. Auf jeden Fall stehen hier ein Haufen Einmachgläser und ein paar Trinkflaschen. Okay. Ein paar Felsen. Boah. Noch verschiedene Papiere und andere Gläser. Boah. Gott, hier ist ja ein richtiger Tunnel. Aber nur ein kleiner. Okay, ich dachte, der wäre größer. So, hier geht es anscheinend dann doch nicht mehr weiter. Okay. Ne, hier geht nur eine Rohrleitung lang. Hier ist es schon ordentlich am Rosten. Und dann verschwindet es da hinten. Ich glaube, da hinten geht es dann auch nicht mehr groß weiter. Da ist nur noch Geröll und Gestein. Ja. Obwohl, geht es schon noch ein Stück. Aber da müsste man sich halt schön durchzwängen. Ja, aber ich glaube, da hinten ist nicht mehr viel zu sehen. Wenn da wenigstens eine Treppe wäre, die nach oben führt. Aber ich glaube, das passiert hier nicht. Sonst wäre ja nicht die Treppe außen. Gut, dann gehen wir wieder raus. In dem Haus kommt man leider nicht sehr weit. Da ist bis auf ein Fenster alles zu. Aber die nächste Tür nach dem Fenster ist auch zu. Ja, war eigentlich nur noch der Keller, der eine Raum. Und ansonsten, glaube ich, habe ich hier alles gesehen. Ich denke mal, ich werde mich jetzt auf den Weg machen zum Schlafplatz, wo ich heute hoffentlich einen schönen Platz haben werde. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen, ich melde mich dann nachher wieder, wenn ich einen Platz gefunden habe. Ich verlasse jetzt hier diesen eindrucksvollen Ort und gehe dorthin, wo ich heute die Nacht verbringen will. Also, bis gleich! Ich habe wieder eine schöne Location direkt am See gefunden und ja, ihr seht schon, das Camp ist schon wieder eingerichtet. Jetzt werde ich mir noch was zu essen machen und dann wieder schön entspannt. Und für morgen habe ich
eventuell auch schon einen Plan, wo es mich dann als nächstes hin verschlägt. Vielleicht diesmal auch für 2 Nächte. Aber das entscheide ich dann spontan. Schönen guten Morgen an diesem windigen, aber dafür wenigstens trockenen Tag. Ich, wie ihr seht, bin gerade erst aufgestanden und genieße hier noch ein bisschen den Ausblick und ja, trinke meinen Kaffee. So, gut. Mal schauen, wie sich das Wetter heute noch so entwickelt. Obwohl, da wo ich vorhabe, heute hinzugehen, ist das Wetter eigentlich irrelevant, weil ich habe hier in der Nähe ein Erlebnisbad gefunden. Das würde ich mir dann gern mal genauer angucken. Das würde mich auf jeden Fall mal reizen. Und dort in der Nähe ist ein Campingplatz. Da würde ich auch mal eine Nacht auf den Campingplatz gehen. Und ja, ich würde sagen, von dem, was ich da erlebe, zeige ich euch jetzt mal ein paar kleine Ausschnitte. Viel Spaß! Tag erstmal Sachen trocknen. Ich habe die hier mit Paracord zwischen zwei der Streben vom Dachzelt festgemacht und da trocknen jetzt meine Badesachen, ein Handtuch und meine Badehose. Jetzt mache ich es mir hier noch ein bisschen bequem und ja, mal schauen, wo es mich dann morgen hin verschlägt und ja, was ich dann morgen erlebe, seht ihr dann in einem anderen Video. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.